Und damit seid gegrüßt. Willkommen zurück zum neuen Blitztest. Wir spielen heute im Testman's Calendar Sea of Stars, die Demo-Version. Das sieht ja schon herrlich aus hier im Startbildschirm. Da würde ich mal sagen, legen wir los, starten wir ein neues Spiel. Schauen wir mal, was das Spiel so zu bieten hat. Sea of Stars has two main characters. Select the one who will lead the party. This can be changed later and does not affect the story. Immer sehen und weil er Monkbone on the winter solstice blocks the path of the guardian goddess Luana und the blade dancer Bone on the summer solstice blocks the path of the guardian god Solon. Dann nehme ich doch den Mönchskrieger. Die Musik gibt mir gleich Zelda, die alten Zelda-Teile. Das gibt mir so als Feeling. Gaul. No way, that was awesome. Yeah, what a wait. The Elder Mist wasn't Klink. So, the eclipse will happen soon, but we are no closer to Wave Island. I doubt we'll find a ship at this altitude. To ground level then, only one way to go from here anyway. Okay, können wir hier mal gerade gucken. Deutsch, sehr schön. Das machst du gleich viel leichter. Mit alt, okay, es wird merkwürdig. Abenteuertipps, die Durchquerung der Welt ist eine greifbare Erfahrung. Du kannst dich mit Leertaste dann Vorsprung hochziehen. Oder von ihnen herabspringen. Außerdem kannst du dich mit Leertaste an kletterbaren Oberflächen klammern. Mehr Informationen findest du im Spielanleitungsmenü. Na, dann erkunden wir mal die Welt. Hier geht's auch noch hoch. Eine Kiste. 90 mal Gold gefunden. Da wird es interessant. Okay, rundenbasierter Angriff. Interessant.
Den können wir schleudern. Sonnenball. Nice. Das war mal nicht schlecht. Ich glaube, hier geht's weiter. Kartoffeln. Was haben wir hier? Eine Säule. Die uns den Weg frei macht. Ich befürchte, wir werden die Nahrung irgendwann brauchen. Also hier geht's zurück, nur noch das Getreide mitnehmen. Hurra, wir werden beobachtet. Nichts sagen verschwindet. Sie oder er. Im Portal. Ein paar Abenteuer später schaffen es unsere Helden zurück zum Bodenniveau. In der Hafenstadt Brisk versprechen ihnen Piraten, sie rechtzeitig vor der Finsternis auf die Gespensterinsel zu bringen. Unter einer Bedingung. Es ist ja nicht so, dass du andere Möglichkeiten hättest. Aber dennoch, ein Geschäft mit Piraten, die scheinen mir ganz nett zu sein. Na gut, wird schon schief gehen. Wir reden jetzt mal mit allen, mit dem Dorfbewohner. Ich bestellte einen Kaffee und erklärte, dass ich für eine Prüfung lernen muss. Der Kellner fragte, dann keinen kleinen, sondern einen mittleren. Ich sagte, ich lerne für den Abschluss. Er entschuldigte sich und gab mir einen großen Kaffee. Mein Freund hier, bei dem es sich um einen meiner vielen Kontakte auf der ganzen Welt handelt, hat mir gerade erzählt, dass ein Windtunnel passiert ist. Unheimlich das Ganze. Nochmals vielen Dank für die Hilfe. Welche Hilfe? Die wir hier in der Demo-Version nicht erleben dürfen. Zweimal auf dieselbe Seite, so mache ich das. Ich verstehe nicht, wie man damit ein Fass effizient zum Rollen bringen kann. Ah, okay. Ich lasse es gut sein, solange du nicht denkst, dass ich das gerade erst erfahren habe. Du wusstest, das wusste ich bereits. Schließlich habe ich es praktisch erfunden. Ich machte mal eine Reise nach Lucent. Und es gab auch Hocker zum Sitzen. Die Mannschaft von Captain Kilschi ist wieder da. Irgendwie sehen sie entschlossen aus. Mit denen müssen wir wohl reden, um diese Quest anzunehmen. Wenn du eine gruselige Geschichte hören willst, zünde einen freien Lagerfeuer an und
Und ich setze mich zu dir. Ich kann halt nicht mehr lesen. Super Voraussetzung für so ein Spiel. Ich sage dir, ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Es war weniger als hunderte Meter von meinem Schiff. Ach ja, nun einmal war es weniger als 10 Meter von meinem Schiff entfernt. Sieh an, wer da ist. Die Abmachung steht. Wenn du Walter Reid nicht im Armdrücken besiegst, haben wir etwas, das abgeholt werden muss. Danach, bei aller Piratenehre, bringen wir euch zur Gespensterinsel. Was meint ihr? Wir nehmen dann. Leute, Armdrücken steht an. Wunderbar. Waltreid, du bist dran. Ich mach das, ihr seid zu stark. Das wäre nicht fair. Armdrücken mit einem echten Piraten, wie cool ist das denn? Gut, aber nimm den armen Kerl nicht zu hart dran. Verstanden, Valere. Valeur, keine Ahnung, wie man die spricht. Ich fordere dich heraus. Waltreid. Captain, geh aufs Ganze, wir brauchen sie unbedingt. Ei, ei, Captain. Okay, du siehst mir tough aus. Bereit? Auf drei. Eins, zwei, drei. Ach, Schande. Haha. Uff. Schummler. Tut mir leid, habe ich den Teil verpasst, in dem wir uns auf ohne Magiehemd geeinigt haben? Tut mir leid, Kumpel, Befehl der Kapitäne. Machst du Witze? Das war großartig. Das wird auf jeden Fall meine beste Anekdote. Zeigt es mir nochmal. Du hast Glück, dass wir nicht nach Einzelheiten gefragt haben. Hättest handeln sollen, als du die Chance dazu hattest, Junge. Diese Lektion geht aufs Haus. Aha, Waldschreit ist wirklich in allem gut. Na klar. Da du das Armdrücken verloren hast, sollten wir jetzt über diesen kleinen Auftakt reden. Captain? Nördlich von Dusk befindet sich das verlassene Labor eines arkanen Zauberers, der vor langer Zeit gestorben ist. Er wurde seit Jahrhunderten nicht mehr geöffnet. Man erzählt sich, dass sich darin eine Münze untoter Eindringling befinden soll. Warum willst du sie haben? Es ist eine mächtige Münze. Ein Untoter, der damit bezahlt wird, hat keinen eigenen Willen mehr. Ich werde sie benutzen, um keinen Spoiler an dieser Stelle. Hussa. Gut, wie kommen wir rein? Die Angst hat die Leute die ganze Zeit über ferngehalten. Und ihr seht aus, als könntet ihr euch im Kampf behaupten. Also sollte es kein Problem sein. Meine Mannschaft wird nicht kämpfen, aber sie wird euch reinbringen. China fahren, ein bisschen Magie sollte genügen. Ich werde den Weg zum verlassenen Zauberlabor öffnen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Kinefern.
Ei, Kapitänin, kommst du nicht mit? Ich bleibe hier und bereite unsere Abreise vor. Hol die Münze und tote Eindringlinge und triff mich dann an den Decks. An den Docks. Ey, Captain. Jolande, Valtrade und Kinef sind jetzt Unterstützer. Das ist der Captain. Die Captain. Hafenstrand Ask. Und ich kann mal speichern. Meine Tochter liebt Boote so sehr, dass sie jeden Tag von ihnen spricht. Bin froh, dass ich sie endlich nach Busk nehmen konnte. Sieh dir das hier an, Papa. Meinst du, es gehört den Piraten? Okay, sind wir wohl nicht drauf. Ich ändere nur die Farbe. Entschuldigung, dieser Bereich ist für die Demo gesperrt. Natürlich. Du müsst nur einatmen und zu verstehen, woher die Stadt ihren Namen hat. Aber gehört, dass einige Leute auf die Gespensterinsel fahren. Wissen die denn nicht, was da draußen los ist? Offensichtlich nicht. Eine Muschel haben wir gefunden. Tja. Es ist gut, immer ein paar Körner zur Hand zu haben. Das passen zu vielen anderen Zutaten, die in der Wildnis zu finden sind. Entschuldige, diese Bereich ist für die eben gesperrt. Aha, okay. Dann kommen wir, suchst nach neuer Ausrüstung. Steintige Kraftgürtel. Okay, können wir nichts machen. Ach so, hier waren wir, hier kamen wir her. Wohnung. Beste Zeit des Jahres. Mama ist ein Eis holen gegangen. Das ist eine kleine Burg. Das ist keine Burg, das ist eine Festung. Vielleicht will ja ein Salamander darin wohnen. Tja, wie kommen wir jetzt auf das Schiff? Wenn wir noch mit irgendjemandem reden hier, den wir noch nicht gefunden haben.
Und Tresor, vergiss nicht, deine Schläge und Blocks zu timen. Wenn dir der Kampf zu schaffen macht, solltest du deine Rekt aktivieren. Meine Rekt? Hafenstadt Brisk. Jetzt gehen wir hier unbeirdisch zum nächsten Level. Da oben dein Drache. Angel sie. Erstmal eine Runde angeln. Bringt ja nix. Oh, okay. Ach. Ich bin jetzt echt so blöd. Verstehe ich nicht. Verlassenes Zauberlabor. Oha. Ich habe die Tür gefunden, aber es scheint, dass ich sie nur ein paar Zentimeter anheben kann. Bei Trade auf deine Zeichen, Kumpel. Los. Mit aller Kraft. Und dann dabei dich. Kein Problem, großer Abriss ist mein zweiter Vorname. Oh oh. Schnell weg da. Ist offen. Haha, das hast du davon, du alte Ruine. So kann man es auch tun. Gut gemacht, Kumpels. Wir sollten die Kapitän wissen lassen, dass unser Teil der Mission ein Erfolg war. Die Mannschaft von Valer braucht vielleicht noch ein paar Tipps. Ich bleibe vorerst bei ihnen. Yay, Tutorial. Sicher, es kann nicht schaden, einen Magier dabei zu haben. Der mit den zwei Augenklappen. Und den Mindflayer. Bursche. Oktopus. Ich werde mich als wertvoller Begleiter erweisen. Dafür stehe ich mit meinem Namen, Kenneth. Wie du willst. Kommst du bald, Schmied? Ei, ei, viel Glück da drin. Ach du Schande. Wo sind wir hier hineingeraten? Was für ein ungewöhnlicher Ort. Und sieh dir das mal an. Ich frage mich, was es ist. Das ist überwältigend. Warum siehst du dich nicht ein wenig um? Hier gehen wir lang. Hier ist ein Buch zum Speichern. Ein Lagerfeuer. Soll ich dir eine Geschichte vorlesen? Ich habe bis jetzt nur die eine, aber sie ist irgendwie gruselig. Dann lass mal hören. Von allen aufgezeichneten Flüchen unserer Verhexungen sind nur wenige so furchtbar wie der Fluch der Abendlichen. Diese Geschichte entstand vor Jahrhunderten, als eine bestimmte Bande von Piraten die Meere beherrschten. Ihre
Ihr Captain hieß Storm Carcrawler und er war der mächtigste Windmagier, den die Welt je gesehen hatte. Und ihre Steuerfrau Hortens ist bis heute die klügste Seefahrerin aller Zeiten. Durch die Kombination von Hortens Fähigkeiten und Storm Carcrawlers Magie soll ihr Schiff schneller als das Licht selbst gewesen sein. Die Mannschaft erlebte viele Abenteuer und häufte unzählige Reichtümer an, bis eines Tages das Unvermeidliche geschah. Hortens, deren erste Liebe der Musik galt, verkündete, dass sie bereit war, das Piratenleben aufzugeben. Storm Carcrawler war der festen Überzeugung, dass der Weg das Ziel sei, und nahm ihren Rücktritt nicht besonders gut auf. Völlig beleidigt zauberte er keinen Wind auf die Segel mehr herbei und sorgte dafür, dass das Schiff mitten auf dem Ozean festsaß. Und hier bleiben wir, sagte er, bis unsere Steuerfrau wieder bei Sinn ist. Hortenses Entscheidung war jedoch bereits endgültig. Tage vergingen, in denen die beiden schmolten, während ihre Mannschaft um eine Lösung bettelte. Erst ging ihnen die Geduld aus, dann das Essen, schließlich auch das Trinkwasser. Eines Tages nach Sonnenuntergang meuterten die von Hunger und Durst geplagten Piraten, ließen ihren Captain über die Planke gehen. Und während er in den Abgrund sank, verfluchte Storm Carcrawler seine Mannschaft, indem er ein ewiges Gefängnis beschwor. Er würde in der See des Nachtmaus einen tödlichen Sturm kanalisieren, den sie auf ewig ertragen müssten. Im Laufe der Jahrhunderten verloren die Mannschaftsmitglieder ihren Verstand, bis nur noch Hortens übrig blieb. Der Kampf in der See des Nachtmaus tobte bis zum heutigen Tag, wobei Stormcorners Hass auf den schieren Willen des Steuerfrau trifft. Manche sagen, dass Stormcorners Wut eines Tages das Schiff versenken wird, während andere glauben, dass er sich schließlich der unbezwingbaren Hortens beugen wird. Die Legende besagt, dass sie einmal am Tag eine kurze Pause bekommt, und zwar genau in dem Moment, in dem der Fluch zum ersten Mal beschworen wurde. Unzählige Seeleute und Fischer haben seitdem von Sichtungen des legendären Geister- und Piratenschiffs berichtet, das in der Abenddämmerung auftaucht, nennen das Schiff die Abendliche. Manche wollen unbedingt dann Boot plündern, die meisten aber vermeiden es, im Zwielicht zu segeln, aus Angst in die See des Nachtmaus zu gelangen. Ende. Okay, gehen können wir nicht. Ich frage mich, wie lange dieser Zauber schon lebt. So, Ort ist zu seltsam. Ich hoffe, Malko geht es gut. Ich darf es gemütlich und warm. Aha. Was? Ah, Bärenmarmelade. Weiter für die. Komme ich denn jetzt wieder zurück? Habe ich wieder vergessen. Achso, endlich meine Störung kapiert. Jetzt erstmal ausruhen, dann kann's weitergehen. Geh jetzt nicht rein. Ja, wir werden doch jetzt nicht rausgehen.
Hier noch nicht, haben wir hier noch nicht was gefunden. Sieht so aus, als ob es Licht ausstrahlen sollte. Im Moment ist der inaktiv. K. Okay. So können wir es doch verschieben. Ein Hundekristall. Sieht so aus, als ob er nicht aufstrahlen sollte. Im Moment nicht. Den grünen Kristall aber können wir nicht einfügen. Gut, obwohl ich mich ein bisschen dumm angestellt habe und auch hier jetzt irgendwie nicht weiterkomme. Würde ich mal sagen, das muss gut sein, bevor es noch Doktor wird. So, da haben wir mal Sea of Stars angespielt. Danke fürs Zuschauen. Und ja, bis morgen oder bis heute schon bei einem weiteren Video auf diesem Kanal. Bis dahin. Man sieht sich. Ciao, ciao.